Salut tout le monde und willkommen zurück zu unserer Mini-Drivers-Karriere hier im Indian Club Team. Wir sind heute in Kanada und Aserbaidschan unterwegs und wir starten auch schon direkt rein. In der letzten Folge haben wir einen Platz in der WM gegen den verloren, der jetzt sogar auf Platz 1 ist. Wir haben 12 Punkte Rückstand und wir versuchen das in dieser Folge einfach mal hier zu minimieren, den Rückstand. Fahren auch direkt das hier schön hinten drauf und den Heckflügel ab. Und ja. Er gibt uns die berechtigte Strafe dafür. Aber noch ist alles okay. B2, nur noch der uns. Den geht's auch zu schlagen, wenn wir auch die WM-Führung haben wollen. Er ist, glaube ich, keine Ahnung. Also doch 7 Punkte vor uns, glaube ich. Das heißt, wenn wir jetzt ihn hier schlagen, also Erster werden und er Zweiter, dann könnte es durchaus sein, dass wir die WM-Führung erobern. Aber dafür müssen wir hier noch ganz schön pushen. Und es reicht einfach nicht. Die Bumeränge sind hier zu schwach. Wir haben 4 Bumeränge in Folge gehabt jetzt. Hätten wir ein besser geupgradetes Auto, hätte es geklappt. So leider nicht. Jetzt ein Punkt Rückstand jetzt und ich muss das Spiel nochmal neu starten. Perfekt. Here we are again. Und rein geht's nach Aserbaidschan. What was he doing? Man. Ich fühle ein bisschen Verarschtheit, oder wie auch immer die Scheiße heißt. Ja, ich fühle mich verarscht, so, oh. Ey. Nee. Ehrlich? P5? Und dann bin ich schon auf Stadtziel. Ah! Nein! He cut the corner, man! He cut the corner! He cut the corner again! Nein! 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 Oh Gott! Drei Autos innerhalb von 0,11 Sekunden. Ah, Mann. Ich glaube kaum, dass wir diese WM gewinnen werden. Vielleicht müssen wir auch ein paar Upgrades bringen, aber so. Weiß ich ja nicht. Also die letzten beiden Rennen hier. P2 ist okay. P5. Schlechter als Monaco, also Australien. Das kann so nicht weitergehen, also wo rechne ich mit einer Besserung? Ja, Moment. Italien und Singapur werden die nächsten Rennen, die besser werden wahrscheinlich. Malaysia auch. Japan, weiß ich nicht. Boah. Mexiko wird vielleicht auch besser. Brasilien auf jeden Fall und Abu Dhabi, weiß ich nicht. Ich glaube kaum, dass wir diesen WM-Titel holen. Ich will natürlich weiter optimistisch sein, ja, aber wird schwierig.
Ich würde sagen, das war's dann von mir für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder in Österreich und Großbritannien. Bis dahin, au revoir.